Wolfgang, 2 Wochen ist Weihnachten. Jetzt machen wir nicht den Günther Jauch Jahresrückblick Menschen. Wir machen jetzt mal Wolfgangs digitalen Wunschzettel. Wie viele Wünsche habe ich? Das kannst du aussuchen. Okay. Ich hätte gern ein Head-Up-Display zum Skifahren. Fantastisch. Funktioniert leider Gottes dieses Mal nur mit Android und nicht mit iPhone, was ich überhaupt nicht verstehe. Also da muss irgendjemand mit den Herstellern reden. Funktioniert, du klickst es in die Skibrille ein, du siehst alles. Was sieht man da? Du siehst Temperatur, eingehende Anrufe, wer ist es, der aktuelle Playlist, du kannst dich mit Leuten vernetzen, siehst genau, wo die sind, du kannst dir zur Umgebung zeigen lassen, wo ist die nächste Kneipe, wo ist der nächste Lift, also keine Ahnung, was man sonst am Skifahren noch alles an Informationen, ah ja, genau, für alle, die also jünger sind wie ich und besser Skifahren wie ich, du kannst dir sagen werden, wie weit bist du gesprungen, wie hoch bist du gesprungen, deine aktuelle Geschwindigkeit, wahrscheinlich dein Überlebensrisiko bei dem, die Temperatur. Also, super Gadget. Für alle, die das machen, schaut euch das an. Das ist ein Sensations-Gadget. Und Nummer 2. Ein Update für mein neues iPhone, dass mir das Ding nicht irgendwie völlig wahnsinnig macht, weil das irgendwie Batterie braucht ohne Ende. Endlich einmal irgendwas, was interaktives Fernsehen funktioniert. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass Apple mir einen Fernseher ins Wohnzimmer stellt, wo ich das alles nutzen kann. Das letzte Mal habe ich mit Apple TV versucht, ein Video anzuschauen. Hat auch sehr gut funktioniert. Als ich dann auf Play gedrückt habe, hat er mir gesagt, in 14 Stunden wäre das Ganze jetzt irgendwie so weit überspielt, dass ich es anschauen kann. Da würde ich mir wünschen, dass das komfortabler ist, dass ich also das habe, was ich mir erträume. Hast du noch realistischere Wünsche? Eine 3-Tage-Woche. Ja, Wolfgang, dann war es das jetzt mit unserem Klartext-Blog 2011. Danke von meiner Seite. Und was machen wir nächstes Jahr? Nächstes Jahr machen wir eine Sache völlig neu. Nächstes Jahr stellst nicht du alle Fragen, sondern nächstes Jahr kann jeder Fragen stellen. Also wer Lust hat, mir irgendeine Frage zu stellen, einfach bei Klartext eine Frage rein und dann werde ich das beantworten. Also, dann wünsche ich jetzt allen Klartext-Hörern und Hörerinnen frohe Weihnachten, einen super Rutsch und überlegt euch schon mal richtig gute Fragen für nächstes Jahr, weil sonst muss ich doch wieder mit dem Christian weitermachen. Alles klar, also dann bis nächstes Jahr. Ciao, ciao.